Was war das? Er ruft so früh an. Hallo? Guten Morgen. Also, ich habe schlechte Neuigkeiten. Okay. Naja, du weißt ja, ich hatte in letzter Zeit viel Stress. Ja. Es geht um den Laden. Was ist mit dem Laden? Naja, wir müssen ihn schließen. Was? Tut mir leid, aber... Warum? Naja, wir haben einfach nicht mehr das Geld, um den Laden zu finanzieren. Heißt das, ich mir einen neuen Job suchen muss? Ja, leider. Tut mir echt leid, Bro. Oh. Okay. Schon gut. Oh, scheiße. Oh, was soll ich jetzt nur machen? Ich ruf mal Bilbo an. Vielleicht hat er eine Lösung. Hey Bro, ich hab grad meinen Job verloren. Oh, das ist hart, aber warum eigentlich? Also was passiert? Wir mussten die Bude einfach dicht machen. Nee, hä? Da hab ich doch immer meine Marmelade gekauft. Was war denn das? Es war ein Klamottengeschäft. Naja, egal. Auf jeden Fall bräuchten wir dort, wo ich arbeite, noch einen Nachtwärter. Ach stimmt, wo arbeitest du denn jetzt eigentlich? Ich arbeite beim Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex. Freddy Fazbear's? Gab's da nicht so ein paar, naja, Vorfälle? Nee, das ist der Ort für die Kids heutzutage. Okay, ich werde mich mal bewerben. Hast du vielleicht eine Nummer von deinem Chef oder so? Okay, das wäre dann die 9239-1212-1852-0211-814. Okay, danke. Bilbo hat mir diese Adresse hier zugeschickt, also hier sollte es sein. Auf Google Maps war auch nur ein Pizzaplex verzeichnet, also... Hallo? Wer sind Sie? Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Ich bin neu hier, ich arbeite hier. Oh, ich wünschte, ich könnte auch mal arbeiten. So als Obdachloser ist das nicht ganz einfach. Aber ich wünsche noch viel Spaß, ne? Ja, danke. Ihnen auch noch viel Spaß bei der... Jobsuche. Ja, tschüss. Okay, hier sollte irgendwo Bilbo sein. Bilbo? Bilbo? Ah, scheiße. Wo hat der Typ sich schon wieder versteckt? Laut meiner Information sollte er hier irgendwo in den Empfangstheken arbeiten. Ich seh mal hier nach. Bilbo? Bist du hier drinne? Komisch. Wo ist er nur? Okay.
Hier sind Arbeitsuniformen. Ich gehe mir mal besser eine anziehen, bevor ich noch aussehe wie ein Einbrecher. Ah, das ist besser. Okay. Wo kann sich Bulbo nur versteckt haben? Bulbo? Du kannst rauskommen. Was ist das? Ist das Blut? Komisch. Und hier ist noch mehr. Bulbo? Gott, was ist, wenn irgendwas Bulbo zugestoßen ist? Er hat gesagt, dass dieser Ort hier komplett harmlos ist. Ich... Oh, wow. Eine sehr glückliche Fahrstunde, Sig, für diesen Ort. Freddy Fazbear's Syndrome. Oh wow. Sie haben wirklich all ihr Geld in diesen Ort gesteckt. Das ist ja gigantisch. Okay. Ich sollte mal besser meinen Arbeitsplatz suchen, bevor hier noch irgendjemand einbricht und ich keine Aufsicht darüber habe. Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex. Unglaublich, wie Fazbear Entertainment überhaupt noch Locations eröffnen darf. Mit dieser, naja, weirden Vergangenheit. Bulbo? Bist du hier vielleicht irgendwo? Scheiße. Ich hoffe, Bulbo ist nichts zugestoßen. Ich kann mir gut vorstellen, warum das hier der Ort für die Kinder heutzutage ist. Dieser Ort ist unglaublich. Viel zu groß, um alles in einem Tag abzuarbeiten. Feather Blast. Lasertech? Wow. Irgendwie habe ich selber Lust, hier ein bisschen Spaß zu haben. Aber es ist ja eh niemand hier, der mit mir spielen könnte. Warum führe ich eigentlich selbst Gespräche? Naja, ich guess, als Nachtwächter ist es normal, richtig? Ich sollte mich wahrscheinlich dran gewöhnen. Am Tag muss das hier wirklich voll sein. Monty's Golf. Oh wow. Das Gewitter hört einfach nicht auf. Und ich muss sagen, ich bin auch langsam echt müde. Ich hätte echt mehr schlafen sollen. Okay. Wo geht's denn hier hin? Noch lang. Rolltore. Automatisch öffnend und schließend.
Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld hier drinne gelandet ist. Ich hätte so Lust, selber zu spielen. Aber ich darf nicht. Ich bin hier nur der Nachtwächter. Natürlich darf ich wieder keinen Spaß haben. Wie so oft im Leben. Kids Cove. Hätten wir nur sowas damals als Kinder gehabt. Band. Ich habe noch keinen Ort betreten und bin schon aus allen verbannt. Danke. Wo geht's denn hier hinten noch lang? Eine Indoor-Bäckerei? Das ist doch nicht wahr. Bin ich hier irgendwie in einem Traum? Träume ich das alles oder? Wie haben sie nur das Geld hierfür bekommen? Und wie sind diese Leute hier überhaupt auf einem freien Fuß? Nach den alten Locations. Fragen über Fragen. Aber vielleicht ist das hier ja ein guter Neustart für Freddy Fazbear's. Ich würde es ihn auf jeden Fall wünschen. Aber warum genau läuft hier überhaupt noch der ganze Strom und sowas bei Nacht? Die Stromkosten müssen übertrieben hoch sein für diesen Ort. Aber naja, ich denke mal, das ist nicht mein Problem. Zumindest werde ich gut bezahlt für diesen Job. Und ich muss sagen, bis jetzt gefällt er mir auch ziemlich gut. Ich denke mal, hier wird eh niemand einbrechen bei Nacht. Heißt, eigentlich könnte ich mich auch irgendwo schlafen legen. Aber eigentlich eine ziemlich gute Idee. Ich könnte auf jeden Fall Schlaf gebrauchen. Ich denke, ich lege mich einfach hier hinten irgendwo hin. Von hier oben habe ich den ganzen Mittelbereich gut im Auge. Und sollte alles im Überblick behalten, falls jemand einbricht. Ich hoffe nur nicht, dass ich so tief schlafe, dass ich es nicht mitbekomme. Ich muss mich echt an diesen neuen Schlafrhythmus gewöhnen. Wenn ich diesen Job behalten möchte, dann darf ich nicht jeden Tag auf der Arbeit schlafen. Von hier oben habe ich alles gut im Überblick. Zum Glück habe ich meinen Schlafsack mitgebracht. Okay. Gute Nacht, Megapizzaplex. Süße Träume.